Hallo Leute, willkommen zu Europa Universalis, neuerdings mit Österreich-Ungarn. So, weiter geht's. Letztes Mal haben wir Österreich-Ungarn gegründet und haben Böhmen wieder in die Personalunion reingezwungen. Und ja, Pskov beherrscht Russland und einen großen Teil von Nordrussland mehr oder weniger. Mich wundert sowieso noch nicht, dass der Muscovy-Typ, der ja den Pskov-Typen noch nicht fertig gemacht hat. So schwierig kann das ja nicht sein. Weil diese Provinzen da hinten sind ja momentan noch nichts wert. Und in China gibt es ganz, ganz viele Länder und in Indien. Wir sehen immer mehr von Afrika auch. Bald sollten wir auch mal was von Amerika sehen. Ah ja, stimmt, wir müssen irgendwann mal noch den Spanier fertig machen, bevor er Kolonien in Amerika bekommt. Oder während er Kolonien in Amerika kommt, dann ist noch besser, weil da verliert er Geld erstmal ohne Ende. So, mit Schottland können wir auch eine Staatsehe eingehen. Mit Portugal auch. Warum hat denn der Spanier eigentlich Portugal immer noch nicht kaputt gemacht? Ich meine, das sind noch drei Provinzen. Die auch noch alle auseinander sind. Ein Savoy-Typ ist auf dem Thron von Spanien. Interessant. Bei uns ist immerhin noch ein Habsburger auf dem Thron. Oder? Ja. König Josef I. von Habsburg. So, ich denke, ich werde auch niemals so schnell Brandenburg angreifen, weil das einfach, der hat mir einfach so treue Dienste erwiesen. In der ganzen Zeit, wo wir jetzt, in der wir jetzt schon spielen. Ich meine, in jedem Krieg war er im Prinzip dabei. So. Es ist eigentlich, damit schön aussieht, müsste jetzt eigentlich noch Bosnien und Ragusa uns gehören. Dann noch hier die Provinz Serbien. Und dann bashen wir einfach ganz alles hier. Alles. Mich wundert es immer noch, damit der Osmane immer noch Krieg führt da unten. Sicher auch mit der Walachei im Krieg anscheinend. Soll mal Frieden machen. Ich möchte wissen, was er alles erobert hat. So. Naja, da fällt mir gerade ein. Mein Wecker soll ich fast auch noch stellen. So. Naja. Was machen wir? Naja, machen wir lieber die zwei Base-Tags. So. Ja, jetzt bekommen wir auch wieder ordentlich Geld. Freut mich. Ja, 5 Legitimität verlieren wir lieber. Ist jetzt nicht so schlimm. Ah, das war übrigens die falsche Karte. Ich wollte mal hier nochmal gucken. Ja, alle großen Länder sind jetzt nicht mehr so fit, was Technologie angeht. Also, wenn wir gegen die Mamelucken kämpfen würden, wäre das wirklich übel einfach. Beide sind Landtechnologie 15, die sind nur eins unter uns. Aber trotzdem wäre es relativ einfach eigentlich. Aber das Problem ist halt einfach, wir müssen erstmal da runterkommen und das schaffen wir halt erst, sobald wir wissen, wie es der Osmane halt eben hier handhabt mit Serbien und Byzanz und so weiter. Je nachdem müssen wir halt gucken, durch welche Länder wir marschieren müssen. Dann würde ich sagen, nehmen wir 2, 3 Armeen mit. Oder nehmen wir alle mit, ich habe keine Ahnung. Wir haben ja noch zu Hause, hätten wir ja dann noch unsere Vasallen, falls wir angegriffen werden. Auf jeden Fall müssten wir halt alle Truppen, oder halt nehmen wir alle Truppen einfach mit. Und dann müssten wir hier halt eben schnell kämpfen. Und dann uns Judäa holen. Das sollte eigentlich nicht so das große Problem sein. Das wäre schon ziemlich geil. Es gibt nämlich 40 Prestige, 1000 Dukaten, ein Core auf Judäa, Mamelucken verlieren das Core auf Judäa. Also Jerusalem bekommt ein Core auf Judäa und wir bekommen ein Core auf Judäa. Aber das wäre schon ziemlich geil, wenn wir uns hier so ein kleines Gebiet holen bei Mamelucken. Ah ja, der Irak hat sich auch gebildet. Nur noch eine Provinz gehört den Jalariden.
Und die Perser sind ziemlich stark und ziemlich groß. Sind ja auch hier auf der arabischen Halbinsel. So heißt das Ding, glaube ich. So, 4086 Gold. 4060 Gold, ja gut. So, wir haben eine neue Idee. Mal gucken, was wir uns holen. Ja, hier warten wir einfach mal noch, bis wir das hier nehmen. Quest for the New World. Bis ins Jahr 1500. Das sollte dann passen auch. Dann brauchen wir da nicht irgendwas anderes machen. Ja, ich bin gerade am überlegen, ich suche gerade irgendwas, wo unsere Technologie ein bisschen verbessert. Ja. Das hier war gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir weniger Stabilitätskosten. Ich guck gerade mal, was gibt's hier bei Land. Ich denke, wir machen hier das hier. Das gibt nämlich eine Armeetradition pro Jahr. Und das ist viel wichtiger, ein Feuer und ein Schock plus für unsere Generäle. Das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Oder wollen wir das hier nehmen? Nee. Das hier, nee, das brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir sind sowieso Kaiser, da haben wir sowieso mehr Land Force Limit, was wir brauchen. So, ich würde sagen, wir nehmen das hier. Jo. Das kriegt man die nächste nationale Idee erst mit 21, also mit Technologie Level 21, what the fuck. Wir sind momentan bei 15. So, ich gehe jetzt gerade mal hier ein bisschen von Produktion runter. Ah, Spanien hat gerade irgendeine Provinz erobert von Portugal. Ich wundere mich immer noch, warum annektieren die nicht einfach mal? Naval gehen wir mal ein bisschen runter. So, besser so. Hier machen wir mal das so grau, damit wir nicht mehr investieren. In Treasury. Und was hat der Osman jetzt eigentlich mit dem Typen gemacht? Was? Der hat nichts mit dem gemacht? What the fuck? Der hat nur ein bisschen was da erobert, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hin und erklären dann bald den Mamelucken den Krieg. Aber davor schicken wir mal die Armeen da runter. Muss gerade mal schauen, haben wir noch irgendwelche Generäle? Ja, haben wir. So, die marschieren nach da drüben. Und die hier nach da und die hier nach da oben erstmal. So, dann brauchen wir hier Militärzugang. Ja, die wollen schon nicht, super. Ja, super geil. Wie kommen wir jetzt nach Ägypten? Wir müssten jetzt eine Flotte bauen. Und Flotten sind A teuer, B können wir nur 12 Schiffe rekrutieren, C wird ja wahrscheinlich auch eine Flotte hier haben irgendwie. Und D können wir dann nur maximal 12 Mann runterbringen. Also 12.000 Mann, und das wird nicht reichen, weil der Seeweg doch ein bisschen groß ist eigentlich. Joa, jetzt gibt es noch die andere Möglichkeit. Wir marschieren so hier außen rum. Machen so Barbarossa-like. Das würde dann nur ungefähr 5 Jahrhunderte brauchen. Also die würden es annehmen, vermutlich. Die hier auch. Muscovy wird es auch annehmen. Georgien wird es auch annehmen. Dukadir wird es vielleicht annehmen. Die hier würden es annehmen. Und Syrien wird es auch annehmen. Jetzt probieren wir es mal hier. Wenn die das annehmen.
Okay, die nehmen das an. Gut, dann können wir jetzt das mal probieren. Es wird aber ein ganz dummes Teil werden. Aber was tut man nicht alles, gell? So, wir brauchen auf jeden Fall eine Armee, müssen wir zurücklassen. Zur Unterstützung in unserem Heimatgebiet. So, die wollen auch damit, die lassen uns auch durch. So, dann schicken wir mal die drei Armeen los. Wo kommen wir denn nicht durch? Ah, okay, da kommen wir jetzt auch durch. So kommen wir jetzt hier auch dann durch. Gut, da kommen wir jetzt auch durch. So. Lassen wir die Armee mal hier. Und da sammeln wir uns dann und greifen dann an. Spanien gehört übrigens Zypern. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und Spanien haut England wieder eine rein. Juhu. Und wir haben wieder eine Revolte da unten. Dieses Mal. Auf Nimmer Wiedersehen, meine 40.000 Mann oder wie auch immer. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie nicht mehr zurückkommen. Aber das ist, wir müssen nun ein bisschen Blitzkrieg machen hier. Einfach durchmarschieren, platt machen und weiter marschieren. Ja, und ich denke auch nicht, dass der so viele Truppen hat. Der Mameluke. Dann holen wir uns gleich wahrscheinlich ein paar mehr Provinzen. Beziehungsweise eigentlich will ich ja nur Judäa. Das würde ja schon reichen. Vielleicht holen wir uns noch Acre. Haben wir eigentlich noch den Kriegsgrund gegen die Mamelucken? Ja. Haben wir sowieso. Holy War, Casus Belli. Ja, in der Hoffnung, dass dieses Vorhaben nicht scheitert. Wir haben einige Verluste hier rüber auf dem Weg. Ja. Österreichische Truppen in Syrien und in Georgien und ich weiß schon noch wo, Dulkadir im Irak. Überall. So, da marschieren wir mal mit unserer ersten Armee hin. Wie viel? 21 können wir da versorgen. Dann dahin. Können wir 23 versorgen. Dahin und mit denen gehen wir mal hier hin. Können wir nur 12 versorgen. Ist schlecht, dann gehen wir mal hier hin. So, und jetzt müssen wir mal kurz abwarten, bis unsere Truppen sich wieder regeneriert haben. Da stehen dann schon die ersten 18.000 Mann. Das ist nicht gut. Das trifft die ganze Sache wohl. So, und dann können wir jetzt den Krieg erklären. Holy War. Ach so, shit, die sind ja auch noch mit Leuten verbündet. Hä? Lol. Ja, können wir mal unsere Vasallen und Verbündeten einladen. In der Hoffnung, damit wir jetzt nicht gleich mit Syrien im Krieg sind. Und in der Hoffnung, damit wir nicht mit den Osmanen im Krieg sind. Vor allem die Osmanen könnten einem uns gefährlich werden. So, mal gucken. Was geht hier? Also, okay, wir sind mit Syrien und dem Ägypter im Krieg. Das heißt, wir marschieren jetzt mal ganz schnell los. So. Gut, das war die erste Armee, tot. Danke fürs Durchmarschieren und danke dafür, dass du jetzt draufgegangen bist, mein lieber Syrer. So, Syrien, Syrien, Syrien. Was machen wir noch mit euch? Ha? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da bald noch eine zweite Armee kommt.
Ah ja, 6000 Mann. Ja gut, okay, das ist jetzt nicht so das Problem. Oh, 18.000 Mann, das ist schon ein größeres Problem. Zweimal 17.000 Mann. Hoffentlich kommen noch irgendwie unsere Vasallen auch hier runter. Zumindest Pisa kommt. Pisa ist auf dem Weg. Juhu. Die werden uns retten. Die werden kriegsentscheidend sein. Nicht. Naja. Schade, dass wir gerade kein Kaiser sind. Kaiser sind wir, aber kein Papstkontrolleur. Dann könnten wir jetzt einen Kreuzzug ausrufen. Ich will eigentlich, dass Syrien schnell aus dem Krieg rausgeht. Vielleicht haben wir ja irgendwie Glück und wir können das irgendwie machen. So, dann machen wir jetzt mal dieses komisches Sammeln von Truppen gleich mal wieder kaputt. Gut, okay. Gut, es wird noch sowas hier oben. Ja, wir müssen einfach nur warten und Gebiete erobern. Und müssen das mal gerade kurz noch ein bisschen anders machen. Ach du Scheiße. Kommen ja nochmal 18.000 Mann, was geht? Wir marschieren jetzt nach Judäa, dann müssen wir jetzt auch nach Judäa. So. Marsch, marsch. So, wieder eine Stadt. So, wir marschieren jetzt einfach mit den Truppen. Ha, wobei, ich will das eigentlich gar nicht. Ja, machen wir es einfach so. Wir machen es einfach so, immer hier hin und her. Ach Gott. Greifen sie auch noch an. Ach Gott sei Dank haben wir hier den Ulrich drin. Der haut alles weg. Gut, los Leute. Wohin rennen die jetzt? Nach Negev. Den können wir da rüber. So, und dann können wir darüber marschieren. Und dann können wir da hoch kurz. Ah, momentan läuft es ja noch ganz gut. Ah, kein White Peace hier. Niemand will White Peace mit dir. Ja, wir müssen noch ein paar Provinzen vielleicht von dem Syrer, von Syrien da erobern. Dann können wir vielleicht mit denen Frieden machen. So. Die fliehen jetzt auch. Müssen wir hier mal gerade unsere Armee kurz aufteilen. Okay, dann marschieren wir mal mit denen kurz darüber. So, jetzt geht es dann nämlich ein bisschen besser, weil dann können wir die Provinz hier verteidigen und können auch gleichzeitig noch eine neue erobern. Beziehungsweise wenn wir nach da oben marschieren mit der Armee, können wir nochmal eine Provinz erobern. So, jetzt könnte man mit denen weißen Frieden machen. Ich bin mir da nicht so sicher. Nicht, dass wir da nachher nicht durchkommen. Durch das Land. Ja, ich weiß nicht so recht. Was könnte man denn hier fordern? Naja, 236%. Also versuchen wir doch weißen Frieden. So, und dann können wir jetzt da runter marschieren. Dann müssen wir jetzt probieren, ob wir da wieder durch dürfen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. So. Ich wette, die lassen uns nicht durch und dann müssen wir nachher unsere Armee auflösen.
So. Ask for military access. Ja. Ja, sie haben es uns erlaubt, Gott sei Dank. Ich glaube, die haben ein bisschen Angst vor uns. So. Müssen wir eigentlich noch mit irgendjemandem im Krieg nehmen? Bihak. Ach, da standen sowieso schon unsere Truppen drauf. Gut. Also, dann können wir jetzt gerade mal versuchen, ob wir Judäa erobern können. Ja, sie würden es annehmen. Cancel Vessels. Bräuchte man noch ein paar Prozent, aber das ist mir jetzt auch gerade relativ egal. Machen es einfach so. Erobern Judäa, kriegen eine Kernprovinz auf Judäa, glaube ich. Und, Dankeschön. Ciao. Nett. Das bringt uns jetzt gleich noch was. Das gerade irgendwie vergessen. Was bringt das jetzt? Wenn wir die Provinz haben. Also einige Verluste. So. Gut, naja, jetzt haben wir Judäa, jetzt können wir uns freuen, fertig. Oh, wir müssen unbedingt hier außen rumlaufen, nicht, dass wir da nicht wegkommen. Mit unseren ganzen Truppen. Dann wäre es wenigstens nur eine Armee, die draufgehen würde. Weil mit der Armee sind wir jetzt ja auf einer Provinz von uns drauf und das heißt, wir dürfen dann immer weg, so ungefähr. Aber brauchen wir noch ganz, ganz viele, wie heißt noch gleich, ganz viele Diplomaten, um hier wieder unsere Truppen wegzuschicken, um hier wieder diese ganzen Militärzugänge aufzukündigen. Ah, ha, jetzt sind die Mamelucken mit allen im Krieg hier. Um sich rum. Bis auf Syrien. Schade, schade, ha? Ja, danke für den Militärzugang und ciao. So. Irgendwo, ach, ich habe hier in Champagne oder so, glaube ich, gerade eine Kernprovinz bekommen. Oder wir. Ja, sehr schön. Ja, wir machen halt nur minus 0,19 pro Jahr und das ist ziemlich schlecht. Sobald man wenigstens diese zwei Territorien da wieder weg haben, kriegt man da ein bisschen mehr. Muss gerade mal durch unsere Städte durchzappen, wo es denn überhaupt was bringen würde, wenn man so einen Constable bauen würde noch. Ja Leute, da müssen wir mal bekehren. Da meldet sich gerade mein Wecker zu Wort. Aber das machen wir dann gleich. Wird sich das da denn lohnen? Was bringt der? Ja, können wir machen. Das können wir auch machen. Und hier können wir sowieso machen. Und hier auch. So, jetzt haben wir wieder wenigstens eine Infamie verloren. Ja, hier können wir das auch geschwind noch machen und hier haben wir jetzt keinen Dings mehr. Naja. Gut, was machen wir mit denen hier? Die sollen eigentlich auch rausmarschieren. Gut, dann können wir hier mal schon mal den Militärzugang aufkündigen. Sowas von sinnlos. Naja, die holen sie uns sowieso irgendwann mal weg, die Provinz. Aber wenigstens muss man sagen, haben wir die Mission erfolgreich gemacht, haben dafür einiges Zeug bekommen, zum Beispiel 1000 Gold. Ja, wir sollen Two Sicilies erobern, das hatten wir schon mal diese Aufgabe. Two Sicilies ist im Prinzip Neapel, muss es kurz gucken, Regionenkarte. Also Two Sicilies ist Neapel und Sizilien und Malta. Ja, darum können wir uns dann jetzt auch bald kümmern. So, durch Syrien sind wir jetzt auch durch. Das heißt, wir können hier auch den Dings aufkündigen. So, jetzt schicken wir mal ganz im Schnelldurchlauf unsere Truppen zurück in unser Land. So, die schicken wir da rüber. Die schicken wir nach Wien. Ach Gott, da unten ist eine Rebellion. Die hier schicken wir nach Ungarn irgendwo, nach Transsilvanien zum Beispiel. Ja, gut.
Okay, jetzt müssen wir mal kurz noch im Schnelldurchlauf hier diese Cancel Military Access machen. So. Jetzt warten wir noch, bis wir einen Diplomaten haben. Nice to Neapel jetzt halt, meinetwegen, das ist mir völlig egal, Hauptsache ich krieg einen Ruf, eine Infamie weg, wie auch immer. So, und das war jetzt auch dieser Part, ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute!